Haben Sie auch schon von den kreativen Computern gehört? Sie können, heißt es, komponieren wie Mozart oder wie Bach oder wie auch immer. In der Presse ist zum Beispiel immer wieder von David Cope und seinem Computer die Rede gewesen. Sogar Yuval Harari erzählt in seinem Buch Homo Deus davon, dass auch Experten Copes Mozart vom echten nicht unterscheiden konnten. Dann hören wir uns mal einen solchen Mozart aus dem Computer an. Entsetzlich, nicht? Vielleicht, weil es nicht von einem menschlichen Pianisten gespielt wurde? Aber warum hat keiner Lust dazu? Nun gut, es gibt keine Noten. Die Noten, die zu sehen sind, habe ich selbst geschrieben. Weltpremiere, ich bin offenbar der erste menschliche Pianist, der diese Computer-Mozart-Sonate spielt. Besser? Wenn Sie die Sonate immer noch für das zielloseste, langweiligste Stück Musik aller Zeiten halten, bin ich einverstanden. Wenn Sie sagen, och, ist doch ganz hübsch, ein kleiner, unbedeutender Mozart, immerhin ein bisschen so wie der zweite Satz aus Köchelverzeichnis 545. Dann ist das auch kein Wunder. Mozart selbst hat diesem Computer Mozart sehr geholfen, indem er ihm das meiste, was der Computer komponierte, wörtlich aus seinen Werken zur Verfügung stellte. Mir soll jetzt die großartige Mozart-Interpretin Lilli Kraus helfen und jetzt alles mit einspielen, was der Computer bei Mozart abgeschrieben hat. Thank you.
noch nicht einmal irgendetwas transponiert.